Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und heute geht es nicht um meinen Stromspeicher und auch nicht um meine Erfahrung zur PV-Anlage. Das sind andere Themen hier auf dem Kanal, sondern es geht um ein Do-it-yourself-Video, und zwar wie du LED-Spots in eine abgehängte Decke, zum Beispiel eine Gipskartondecke oder aus Fermacell-Platten auch einbauen kannst und die sicher installierst. Ich habe eine ganze Reihe erstellt, wie du dein Badezimmer sanieren kannst, und das ist ein Teil davon. Also wenn dich das interessiert, solche Videos zu schauen und dir das weiterhilft, dann lass mir gerne einen Daumen hier und ein Abo, da freue ich mich. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg für dein Projekt. Bei Fragen schreib mir unten in die Kommentare, ich antworte zeitnah. Moin Moin, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ich diese Halogenscheinwerfer in die Decke bauen möchte. Ich habe hier schon die Holzkonstruktion vorbereitet, und diese Halogenscheinwerfer sollen hier in die Fermacell-Platte eingelassen werden, sodass die nachher bündig sind. Und ich möchte euch zeigen, wie man das hier anschließt. Man sieht hier, Moment, da sieht man es. Das ist einmal der Neutralleiter und der Leiter, also das stromführende Kabel L-Leiter. Und eine Erdung brauchen wir hier nicht. Das heißt, ich schließe hier einfach das folgende Kabel nachher an. Nämlich einmal hier blau für den Neutralleiter und schwarz oder braun für den Leiter, stromleitendes Kabel. Bevor ihr anfangt, eine Sache vorweg: immer die Sicherung im Haus ausschalten, zeige ich euch gleich nochmal am Sicherungskasten. Und dann auch nochmal immer vor Ort am Kabel prüfen, ob ihr da Strom drauf habt. Das kann man einfach mit diesem Phasenprüfer machen. Hier hinten den Finger drauf und ans Kabel gucken, ob hier was leuchtet, und sicher gehen, dass da kein Strom fließt. Bevor ihr bei euch elektronische Arbeiten verrichtet, nehmt unbedingt die Sicherung raus. Ihr könnt hier meistens auf einer Tabelle gucken. Bei mir steht es hier Nummer 10, B da unten und oben. Da nehme ich die Sicherung einfach raus. Das war's schon. Jetzt ist da kein Strom mehr. Prüft es immer trotzdem nochmal direkt am Kabel, nicht, dass ihr vielleicht was Falsches gemacht habt. Und dann nachher, wenn ihr fertig seid, drückt ihr die Sicherung wieder rein und testet, ob alles geklappt hat. Die Sicherung ist jetzt in meinem Fall draußen, und hier seht ihr, habe ich die Kabel auch schon abisoliert. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann zeige ich euch jetzt einmal ganz kurz, wie man da vorgeht. Ich zeige euch das einmal hier an dem nicht benötigten Kabel. Das kann man ganz vorsichtig mit der Zange umfassen, hin und her drehen, wenig Druck ausüben und dann vorsichtig abziehen. Es gibt auch Zangen dafür, um das zu machen. Ich mache das immer so, das geht relativ schnell und unkompliziert. Und ihr seht, das funktioniert. Wenn man jetzt das ganz professionell machen möchte, nimmt man aber diese Abisolierzange. Ich möchte jetzt mehrere von diesen Spots miteinander verbinden. Und um das zu tun, muss ich die alle hintereinander schalten. Dafür nutze ich diese Klemmen. Das sind jetzt Dreierklemmen, die gibt es auch mit 5 Anschlüssen. Und hier kommt dann einmal das schwarze Kabel rein von dem stromführenden Kabel. Dann ein schwarzes Kabel als Brücke zu dem Spot. Und ein schwarzes Kabel, was hier wieder rausführt, zu dem nächsten Strahler, den ich verbinden möchte. Ich zeige euch das gleich mal, wie das dann aussieht, wenn ich das zusammenstecke. Übrigens, diese gibt es in verschiedenen Varianten. Ich bin übrigens kein gelernter Elektriker. Alles, was ich hier sage, ist ohne Gewähr, aber mit bestem Wissen und Gewissen. Bei mir funktioniert es hier, und ich hoffe bei euch nachher auch. Aber seid echt vorsichtig, Strom ist gefährlich. Ich habe erstmal noch was abisolieren müsst, um an die einzelnen Adern zu kommen. Dann mache ich das immer mit einem Cuttermesser und ritze hier ganz vorsichtig außenrum den Mantel ein. Seid da vorsichtig, damit die Adern da unten drunter nicht verletzt werden. Und dann könnt ihr diese Hülse hier vorsichtig abziehen. Ich zeige euch das einmal. Mit dem Cuttermesser vorsichtig drumherum schneiden. So.
Auch dafür gibt es Werkzeuge, die im Fachhandel erhältlich sind. Ich bin, wie gesagt, kein Elektriker, habe das nicht da und versuche mir da anderweitig zu helfen. Man sieht jetzt hier, da war ich ein bisschen sehr vorsichtig. Hier an der Stelle geht das Kabel schon ganz gut auseinander. So soll es auch sein. Da war ich jetzt ein bisschen zu zimperlich. Ein Elektriker wird mir vielleicht auf den Finger hauen und sagen, was machst du da? Seht, hier geht das Kabel auf. Und so soll es aussehen, dass ihr das dann auseinander machen könnt, ohne die Adern hier unten drunter, man sieht sie, zu verletzen. Dann ein bisschen ziehen, ein bisschen drehen und dann ist schon ab. So, dann liegen die Adern hier und dann, wie vorhin gezeigt, kann ich hier auf die Länge, die ich brauche, mit der Zange vorsichtig drum rumdrehen, ziehen, fertig. Da muss man aufpassen, dass man die Kabel darunter nicht auch mit ankneift, denn dann hat man sonst ruckzuck auch das Problem, dass die an der Stelle abbrechen. Schutzleiter. Das gibt euch eure Lampe vor, ob man den braucht oder nicht. Bei mir brauche ich den nicht, kann ich wegklappen. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das miteinander verbindet. Fakt ist, auf jeder Seite brauche ich schon mal eine von diesen Klemmen. Ich nehme da diese hier. Bisschen Werbung hier für Mobi. Kriege aber kein Geld für. Also ich nutze die hier einfach so dreifach Klemmen. Die sind relativ schwer wieder aufzumachen. Also vorher nachdenken, wie ihr die zusammensteckt. So, das stromführende Kabel hier rein. Und hier verbinde ich jetzt dann gleich einmal noch zum Strahler und hier raus noch wieder weiter zum nächsten weiteren Strahler. So, hier mal quasi an der Decke. Ich habe jetzt hier meine vorbereiteten zwei Kabel, einmal blau für den Neutralleiter und einmal den Leiter in braun und den deckenführenden Leiter, den verbinde, also der von der Decke kommt, den stecke ich jetzt hier mit drauf. Und den Neutralleiter hier auf die Klemme. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich habe leider gerade nur eine Hand. Aber im Grunde ist das relativ easy, wie gerade gezeigt. Blau auf blau, braun auf braun. So sieht das jetzt aus. Die beiden sind miteinander verbunden und ich habe jeweils noch einen Steckplatz frei, nämlich um meinen LED-Strahler anzuschließen. Die Reihenfolge, wo jetzt welches Kabel hier in diese Klemme kommt, ist total egal, weil diese Klemme macht nichts anderes, als die alle miteinander zu verbinden. Deswegen kommt bitte nicht auf die Idee, da braun und blau zusammen reinzustecken. Das gibt einen Knall. Also es gibt einen Kurzschluss. So, ich schließe jetzt hier nochmal den Strahler an. Was ich jetzt gemacht habe, ist nicht ganz fachgerecht, denn ich habe kein blaues Kabel mehr. Ich nehme hier dieses ja, gräuliche. Und das ist nicht ganz fachgerecht, denn man sollte in dem gleichen Farbsystem bleiben. Ich habe jetzt ein anderes Kabel abisoliert und da war anstatt blau dieses hier drin. Also ich weiß das jetzt, das müsst ihr auch unbedingt euch dann merken. So, blau kommt jetzt auf den Neutralleiter-Steckplatz, also hier links. Und L ist der Leiter, kommt jetzt braun drauf und dann sollte diese Lampe gleich, wenn ich die Sicherung wieder reinmache und den Lichtschalter betätige, auch leuchten. Ich habe das angeschlossen und ihr seht, ich habe die Kabel ein bisschen zu weit abisoliert. Das werde ich gleich noch wieder ändern und kürzen, denn das ist mir zu heiß, dass sich das irgendwie berührt und es dann Kurzschluss gibt. Aber jetzt einmal kurz der Test. Die Sicherung habe ich reingemacht. Ich mache mal den Schalter an. Tada! Das funktioniert. Und jetzt kann ich hier eine Lampe nach der anderen anschließen. Das Kabel hier für die anderen habe ich hier liegen. Das kürze ich jetzt immer. Jetzt mache ich erstmal die Sicherung raus, ändere hier die Kabelanschlüsse nochmal, kürze das und zeige euch dann nochmal, wie das hier nachher aussieht, wenn ich die alle zusammengeschaltet habe. Ausgehend von dieser Dose habe ich jetzt hier fünf Spots vorbereitet. Einen hier, dann von hier weiterführend zu dem, dann rüber hierhin, von dort hier. Drei Stück
vorbereitet. Achso, das eine hängt hier runter. Und ich werde euch dann zeigen, wie das hier nachher angeschlossen wird. Hier fehlen jetzt noch die Kabel zu den Spots. An einigen Stellen, die habe ich jetzt noch nicht dran gemacht, damit ich da nicht aus Versehen dran komme. Falls hier wieder Strom drauf ist, um hier auch das Ganze zu beleuchten. Man sieht ja gerade, da habe ich Strom, um hier den Raum zu beleuchten. Und ich zeige euch dann nachher, wie das aussieht, wenn ich hier die Spots setze und wie das finale Ergebnis dann aussieht. Und bin schon ganz gespannt. Wie werden jetzt die Leuchtmittel installiert? Das möchte ich euch zeigen. Und zwar, erstmal werde ich die Sicherung rausmachen, ist wichtig. Dann gucken, wo ist der Leiter? Hier in diesem Fall rechts. Links das neutrale Kabel und die sind hier alle parallel geschaltet. Das heißt auch einzeln versorgt. Und ich zeige euch jetzt, wie man die anschließt. Also die Kabel werden hier reingesteckt und dann müsst ihr diese Krallen hier nach oben drehen und dann werden die hier in das Loch dann reingesteckt mit den Krallen nach ganz oben und krallen sich dann fest, sodass sie fest an der Wand, beziehungsweise nicht an der Wand, sondern hier an der Decke sich ranziehen. Und dann war es das schon. Vorher aber allerdings noch, nachdem ihr hier die Kabel reingemacht habt, gehört in diesem Fall jetzt noch dazu, das mag herstellerabhängig sein, aber hier kommt dann noch so eine Kralle rein, um die Kabel festzuklemmen. Das wird hier reingeschoben, auch nochmal mit zwei Schrauben fixiert. Der Leiter, also das leitende Kabel hier rechts rein. Das ist hier das braune Kabel. Und dann kommt das blaue links daneben. Ich habe nur zwei Hände, deswegen mache ich das jetzt und zeige euch das dann, wie ich das da reinstecke. Die Kabel sind jetzt hier drin. Und wie ich vorhin schon sagte, gehört zu dieser Lampe hier dieses Plastikteil, was hier noch eingesteckt wird, um hier die Kabel zu fixieren. Das ist wahrscheinlich dann später, wenn man montiert und dann nochmal ran muss, dass man die Kabel nicht so leicht rausreißen kann. Die werden also hier eingeklemmt und dann mit Schrauben befestigt. Fest eingebaut werden jetzt hier diese Spanner nach oben gebogen. Mit einer Hand gar nicht so leicht. Und dann kommen die hier damit in das Loch rein. Ich brauche jetzt meine zweite Hand. Und dann krallen die sich aber fest, werden rangezogen. So, ja. Und dann klack, klack, fertig. Und das mache ich jetzt hier mit allen vorhandenen Lampen und zeige euch gleich das Ergebnis. Alle Lampen sind eingebaut, die Sicherung ist wieder drin und die Lampen funktionieren. So soll es aussehen. Schick, schön viel Licht und alles kein Hexenwerk. Kriegt ihr hin. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und dein Projekt gelingt. Wenn ja, dann lass mir gerne einen Daumen hier und wenn dich solche Themen interessieren, dann lass mir auch gerne ein Abo hier, da freue ich mich. Bei Fragen schreib mir immer in die Kommentare, ich antworte zeitnah. Ich freue mich übrigens auch über deine Kritik. Also was kann ich besser machen, schreib es mir gerne, ich freue mich. Alles Gute dir und viel Erfolg für deine Projekte.